Are you listening? Damn. Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Heute, ihr habt schon im Titel gelesen, mit vier Muskelkater-Mythen, die mittlerweile widerlegt sind oder zumindest ja, von der wissenschaftlichen Seite her anders betrachtet werden als noch damals. Ja, es gibt immer wieder viele Leute, die noch an den vielen Mythen glauben, wie zum Beispiel, ja, Muskelkater ist Indikator für effektives Training. Hast bestimmt schon mal gehört, ist absoluter Bullshit. Aber fangen wir jetzt mal an, bevor ich da alle anderen wieder niedermache. Ich möchte euch den Mythos Nummer 1 vorstellen, und zwar Muskelkater entsteht durch angesammeltes Laktat. Ja, das war der große Glaube bis in die 2000er Jahre, dass der Muskelkater vorrangig durch die Bildung von Milchsäure, durch das Laktat, das sich ansammelt im Muskel, entsteht. Mittlerweile hat man aber herausgefunden, dass es wahrscheinlich durch kleine Mikrotraumata im Muskel selber entsteht. Das heißt, die Z-Scheiben zwischen Myosin und Aktin, die reißen, wodurch der Muskel dann kleine, ja, Mikrorisse hat. Und das dauert dann wieder, bis sich das repariert. Ja, da kommen dann wieder die Muskelhelfer, die kommen dann wieder zum Muskel und müssen das erst wieder zusammenflicken. Und ja, das ist momentan der aktuelle Stand der Wissenschaft, dass der Muskelkater durch Mikrotraumata, durch Mikrorisse hervorgerufen wird. Dann haben wir einen sehr, sehr verbreiteten Mythos. Man muss Muskelkater haben, um wirklich effektiv trainiert zu haben. Hast bestimmt schon mal gehört, die typischen Disco-Pumpen, Muskelkater, sonst wächst der Bizeps nicht. Dann müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Ja, Muskelkater entsteht ja vor allem dadurch, dass man eine ungewohnte Belastung macht. Also es kann eine ungewohnte Bewegung sein. Es kann sein, dass du plötzlich dich entscheidest, einen 40 Kilometer Marathon zu laufen und das einfach nicht gewohnt bist. Ja, die verschiedene Belastung oder die ungewohnte Belastung kann auf sehr, sehr vielen verschiedenen Weisen entstehen. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Das heißt, der Muskel ist einfach den Belastungen nicht gewöhnt und ja, so entsteht dann erstmal eine Muskelkater, ja, weil er sich darauf nicht eingestellt hat, auf die Situation. Er war nicht darauf vorbereitet. Das kann zum Beispiel auch sein, dass Leute, die nach einem hohen Split trainieren, 4 oder 5er Split, also nur einmal pro Woche die Muskelgruppe reizen, dass die auch ein erhöhtes Risiko für Muskelkater haben. Ja, weil zwischen den einzelnen Trainingstagen immer eine Woche dazwischen liegt. Das heißt, der Muskel hat eigentlich gar keine Chance, so richtig sich an die Belastung zu gewöhnen. Und außerdem macht es auch für viele eigentlich keinen Sinn, so einen hohen Split zu fahren, da die Proteinbiosynthese nach 48 bis 42 Stunden eigentlich schon wieder auf Ausgangsniveau ist. Das heißt, danach findet eigentlich kein Muskelaufbau mehr statt oder ist nicht mehr garantiert auf jeden Fall. Deshalb ist es eigentlich sinnvoller, die Frequenz auf 2 bis 3 Mal pro Woche zu erhöhen, um einfach öfter den Muskel zu reizen, dass er einfach, ja, sich daran gewöhnt. Das nennt man auch Repeated Bout Effect. Ja, das heißt, wenn die Trainingseinheit sich öfters wiederholt, in der Woche oder in Monaten, dann ruft das weniger Schaden hervor, als wie wenn du nur einmal pro Woche trainierst. Weil der Körper dann quasi nach einer Woche nicht mehr weiß, okay, die Belastung habe ich schon mal gemacht und stellt sich da einfach nicht drauf ein. Ganz anders, wenn du 2-3 Mal pro Woche trainierst, mittwochs, weiß schon, was kommt, Beine, ich kenne mich schon aus. So funktioniert das dann ganz, ja. Also Training, ob Training effektiv war oder nicht, das kannst du nicht dran messen, ob du Muskelkater hast oder nicht, sondern einfach nur, ob du Progress Overload hast, also ob du die Gewichte steigern kannst über einen gewissen Zeitraum oder nicht. Dann kommen wir zum Muskelkater-Mythos Nummer 3. Ich darf nicht trainieren, wenn ich Muskelkater habe. Das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Es kann sein, wenn du wirklich, wirklich krasse Muskelkater hast, dass es sinnvoll ist, das Training sein zu lassen. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nur
ganz leichten Muskelkater hast, aber trotzdem deine zwei, dreimal pro Woche im Training warst und du einfach nur nach der dritten Einheit ja, einen leichten Muskelkater verspürst, dann kann es sein, dass du zum Beispiel durch die aktive Regeneration, also indem dass du laufen gehst oder indem dass du dich vor dem Training dann aufwärmst, kann es sein, dass der Muskelkater schon wieder zurückgeht und ja, du wieder weiter trainieren kannst. Also das kann eigentlich, da muss man individuell betrachten und du spürst das normalerweise eh. Wenn er wirklich so krass ist, dass du auf den Topf sitzen bleibst und sagst, stehe hier nicht mehr auf, dann ist er wahrscheinlich zu krass, dann würde ich 2, 3 Tage warten, um wieder einzusteigen. Dann Muskelkater Nummer 4, Muskelkater Mythos Nummer 4, wie man einen Muskelkater eigentlich vermeiden kann. Ja, viele sagen da, oder eigentlich kein Mythos, eigentlich ein Tipp. Meiner Meinung nach kannst du den Muskelkater schon bevor er entsteht vermeiden. Zum Beispiel, wenn du nach langer Krankheit oder nach einer Zwangspause wieder in ein Training einsteigst und dann zu krass einsteigst, also wirklich wieder mit den hohen Gewichten einsteigst, wie du zuvor gemacht hast, oder noch mehr Wiederholungen machst, oder ja, einfach das Volumen noch höher ist als sonst, dann wirst du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Muskelkater am nächsten Tag haben. Deshalb lass dein Ego da zu Hause, wenn du frisch einsteigst. Du wirst in dem ersten Training nach dem Wiedereinstieg sicher keine Muskelberge aufbauen, sondern taste dich langsam ran, nimm vielleicht nur 60, 70% von dem Gewicht, was du zuvor gemacht hast, einfach nur ein bisschen reinzukommen, dass sich der Muskel wieder dran gewöhnen kann. Und dann kannst du im zweiten und dritten Training immer noch Vollgas geben. Dann, was auch sehr, sehr hilft, ist die aktive Regeneration, was ich vorher schon angesprochen habe. Das heißt, du kannst aktiv laufen gehen zum Beispiel, kannst dich aktiv bewegen einfach, weil das die Schmerzen des Muskelkaters reduzieren kann. Ja, die Blutung, kennt man ja, die Blutung im Muskel, kann nicht mehr reden, die Blutung, nein, die Durchblutung, genau, die Durchblutung im Muskel wird dadurch erhöht, ja, das heißt besserer Nährstofftransport, bessere Abtransport von Schlackenstoffen und so weiter und so fort. Deshalb kann dir Spaziergang oder leichtes Joggen auch helfen, die Muskelkater zu reduzieren oder eben ja, loszuwerden. Und dann, was man auch noch herausgefunden hat, laut Studien sogar, ich glaube, da gibt es 9, 10 Studien dazu, sind leichte Massagen und Form Rolling. Ja, das heißt, durch die leichten Massagen kann man die Muskelkater reduzieren. Das war, glaube ich, von bei 9 Probanden getestet worden, bei 7 hat es funktioniert, bei 2 nicht. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, normalerweise, wenn das bei Massagen funktioniert, müsste es beim Formrollen auch funktionieren. Gibt dazu zwar nicht wirklich Studien, aber ich denke schon. Also mein subjektives Empfinden ist, wenn ich jetzt Muskelkater habe, mich ein bisschen über die Blackroll hin und her rolle, dann wird es bei mir besser. Also den Tipp kann ich dir geben, probier es mal aus. Und ich hoffe natürlich, dass du nicht so allzu oft Muskelkater hast. Denn wir wissen, kein Indikator für gutes Training. Das war es eigentlich mit dem Video. Es waren eigentlich jetzt nur 3 Mythen statt 4 Mythen. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Schreib es mal in die Kommentare, ob du ständig Muskelkater hast. Wann du das letzte Mal Muskelkater hattest. Würde mich auch interessieren. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer das, was ich immer sage. Like das Video. Teil das Video mit deinen Freunden, abonnier dich und abonnier mich, damit wir weiter wachsen. Ja, wir haben jetzt schon fast die 250 Abonnenten erreicht. Der Wachstum momentan ist wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Das freut mich extrem. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche dir viel Spaß beim Training. Hoffentlich ohne Muskelkater. Wenn doch, schau dir das Video nochmal an. Geh laufen, also aktiv laufen, joggen, ja. Passiv kann man gar nicht laufen. Formroll dich vielleicht, schau, dass du ein bisschen Massagen bekommst und lass dein Ego zu Hause in der ersten Trainingseinheit. Viel Spaß beim Training. Ciao. You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support.